Hallo Kackbratzen. Ich habe keine Ahnung, was ihr bislang über Godhand gehört habt, aber sagen wir es mal so. Es ist der allerbeste Prügler, den die Welt je gesehen und gespielt hat. Water! Vermutlich ist es überhaupt eines der großartigsten Spiele aller Zeiten. Es sei denn, ihr heißt Chris Roper, arbeitet für das Schmierblatt IGN und habt generell keine Ahnung von Videospielen. Dann kann es schon mal vorkommen, dass man einem so absolut großartigen Spiel wie Godhand nur 3 von 10 Punkten gibt. Aber was will man schon von einem Typen erwarten, der einem ebenfalls sehr großartigen Nobby Nobby Boy nur 6 von 10 Punkten gab? Check your back, smartass! Son of a bitch! Godhand ist ein wunderbares Beispiel für die schiere Inkompetenz der Mainstream-Review-Schreiber, die grundsätzlich Videospiele hassen und den großen Publishern ganz tief in den Arsch kriechen. Gut, da ich jetzt keinen Bock auf Sodbrennen hab, lasse ich jetzt das Gemaule. Zudem hagelt es ohnehin wieder Beschwerden seitens des YouTube-Algorithmus, wenn ich allzu oft fluche. Aber wisst ihr was? Das ist mir mal sowas von Sch. Vielleicht sollten wir mal über eigene Schimpfwörter nachdenken, die man am Filter vorbeischmuggeln kann. Aber mal von dieser abgefuckten Review eines Vorzeige-Arschloch der Videospielindustrie abgesehen, das 2006 von Shinji Mikami und dem Clover Studio entwickelte Meisterwerk scheidet die Spielerschaft. Die einen lieben es und die anderen sollten sich in Grund und Boden schämen. Das Entwicklerstudio, das uns schon das sehr feine Okami spendiert hat, hat mit Godhand einen mundgeklöppelten Prügler geschaffen, der einfach alles hat, was ein Videospiel so braucht. Knallharte und bedingungslose Action, politisch inkorrekte Sprüche, sehr seltsame Feinde, wie etwa auch schwule Wrestler, You're not going anywhere until you answer our quiz question. Titten und Arsch und natürlich die beste Steuerung aller Zeiten. Die Panzersteuerung. Vermutlich liegt es daran, dass an Godhand dasselbe Team gearbeitet hat, das auch schon Resident Evil 4 entwickelt hatte. Man hat dieselbe über die Schulterkamera und wenn man die Steuerung von Resi 4 wie ein Schwamm aufgesaugt hat, dann kann doch rein theoretisch schon mal nichts mehr schief gehen. Oder doch? Godhand ist ein knallhartes Spiel, das nicht mal eine Millisekunde Konzentrationsschwäche verzeiht. All jene, die in der Kindheit zu viel Klebstoff geschnüffelt haben, werden wohl ihre Schwierigkeiten mit dem Spiel haben. Manchmal wirkt es unfair, wenn man wieder mal von einem Haufen Typen in Lederklamotten umkreist wird, die dann einem binnen wenigen Sekunden die Koteletten polieren. Solltet ihr in Godhand versagen, dann ist es einzig und allein eure Schuld. Es stellt eure Geduld immens auf die Probe und es besteht die Möglichkeit, dass ihr schon nach wenigen Minuten eure PS2 wieder abschalten und das Spiel nie wieder auch nur mit dem Hintern ansehen werdet. Das ist aber ein großer Fehler, denn allein schon die Story ist es wert, dass man seine Zähne und Arschbacken zusammenkneift und gottverdammt nochmal durchhalten muss. Don't you're back me! I just about died because of you! But the God Hand saved you, didn't it? It's strong, but it's a pain in the ass! Godhand ist die perfekte Mischung aus Slapstick, ein bisschen Western und Martial Arts Film mit einer komplett unvorhersehbaren Handlung. Es ist eines der Spiele, das unbedingt ein Remake benötigt oder wenigstens als Klassiker im PS Plus Abo verfügbar gemacht wird, denn die Gebrauchtmarktpreise treiben einem Pipi in die Augen. This place reeks. I know. Wait. You don't expect me to mop up, do you? Im Spiel schlüpft man übrigens in die Rolle von Chien, einem Martial-Arts-Kämpfer, der mit einer der legendären Godhands ausgestattet ist. Dies sind göttliche Arme, die einst verwendet wurden, um die Welt vor einem Dämon namens Angra zu retten. Einige Dämonen fanden das Ableben von Angra nicht ganz so gut und versuchen nun ihren alten Herrscher wieder zurück ins Leben zu rufen, um dann die Weltherrschaft zu erlangen. Look at his left arm. He is a Godhand. Unser Held, der in Begleitung der sehr putzigen Olivia ist, steht die größte Backpfeifenorgie seines Lebens bevor. Grundsätzlich will ich jetzt nicht behaupten, dass es ein perfektes Spiel ist und mit einem Punkt hat der Penner Chris Roper ja auch recht. Eine Panzersteuerung in einem Spiel wie Godhand war vielleicht nicht unbedingt die beste Lösung, da man sich allzu oft in einer unglaublich beschissenen Lage befindet. Nicht selten kommt es vor, dass man mit dem Gesicht zur Wand steht und die Gegner einem den Rücken zu Brei schlagen und man krampfhaft versucht, den guten Chien wieder in die richtige Richtung zu drehen. Wenn man aber den Dreh mal raus hat, dann flutscht alles so schön wie bei einer Darmspiegelung. Also, bis zu einem gewissen Punkt, denn Godhand hat da eine weitere Gameplay-Mechanik, die vielen Spielern sehr viel Schmerzen bereiten wird.
Die Gesundheit wird sich nach einem bestandenen Level nicht wieder auffüllen. Hat man also ein Level mit einer beängstigend niedrigen Lebensenergie beendet, beginnt man das neue Level mit genau der restlichen Menge an Energie, die man aus dem letzten Level mitgebracht hat. Das bedeutet, dass das Spiel dann schon nach wenigen Augenblicken vorbei ist. Right. Wenn man Glück hat, lassen zusammengefaltete Feinde oder irgendwelche Kisten Obst fallen, mit dem man dann seinen Energievorrat wenigstens ein klein wenig auffrischen kann. Aber insgesamt wird man ständig um sein Überleben kämpfen müssen. Außerdem wimmelt es in Godhand nur so vor Bossen. Meistens gibt es im Level irgendeinen fetten Kerl, der sich dann, einmal besiegt, in einen Dämonen verwandelt. Und sehr oft schwirren um ihn auch noch ganz normale Gegner herum, was den Kampf nochmals einen Ticken härter macht. Beim ersten Versuch wird der Boss ganz sicher mit euch den Boden aufwischen und es gibt hierfür nur eine wirkliche Erklärung. Godhand ist vom Himmel her abgestiegen, um euch pausenlos den Arsch zu versohlen. Wie erwähnt, wurde Godhand vom Resi4-Team entwickelt und so findet man auch im weltbesten Prügler aller Zeiten ein ähnliches adaptives Schwierigkeitssystem. Kurz gesagt bedeutet das in etwa, je stärker ihr werdet, desto heftiger werden euch die Feinde euren haarigen Hintern versohlen. Und mit heftig meine ich sehr, 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 sehr heftig. Je nachdem, auf welchem Level ihr euch befindet, desto aggressiver werden eure Feinde. Wer zu oft auf die Fresse bekommt, wird vor allem am Anfang schnell von Level 2 auf Level 1 zurückfallen. Aber wenn man sich erstmal an die Schmerzen gewöhnt hat, wird man sich auf das dritte oder dem Level des Todes eingeschaukelt haben. Und hier beginnt das Spiel erst richtig Schmerzen zu bereiten. Ich meine, man kann natürlich auch versuchen, absichtlich schlecht spielen. Aber dann wird man auch nicht gerade viel reißen werden. Außerdem will man ja so viel Punkte wie möglich machen, um die Kampfstatistik unseres Helden aufzurüsten, um so vielleicht einen kleinen Hauch mehr Chance gegen die unerbittlichen Gegner zu haben. Sweet! Konyo! Wer ein wahrer Waschlappen ist, kann sich zu Beginn auch für den einfachen Schwierigkeitsgrad entscheiden. Allerdings verliert man komplett seine Würde. Um die Verrücktheit des Spiels noch ein wenig zu unterstreichen, gibt es auch zwei verschiedene Optionen für einen Spezialangriff. Zum einen haben wir den traditionellen Godhand-Modus genannten Wutausbruch und den Roulette-Angriff, bei dem die Wahl des richtigen Zuges ein Minispiel für sich ist. Ja! Allerdings sollte man sich diese ganz speziellen Angriffe auch nur für ganz spezielle Gegner aufheben, denn die dafür nötigen Ressourcen in Form von kleinen Spielkarten sind begrenzt. Auf der anderen Seite wird man dann wieder für riskante Manöver und unwahrscheinlich brutale Kombos belohnt. Es lohnt sich immer, sein Bestes zu geben. Das lässt natürlich nicht nur das Punktekonto und den Schwierigkeitsgrad steigen, sondern auch die Würde des Spielers. Wo ein Prügler ist, da gibt es auch einen gewissen Grad an Taktik. In der Regel kommt man gut voran, wenn man sich dicht an den Feind schmiegt und ihm dann das Fressbrett poliert oder ihm einen Tritt in die Klöten verpasst. Sollte der Feind austeilen wollen, wird man aber eine Blocktaste vergeblich suchen. Entweder rennt man weg, oder besser, man benutzt den 180-Grad-Wendeknopf. Wahre Helden werden aber sich mit dem rechten Analogstick anfreunden werden. Im richtigen Moment verwendet, kann unser Held ein Ausweichmanöver starten. In diesem Moment ist man sogar für einen kurzen Augenblick unverwundbar. Es gibt übrigens auch Feinde, die mit kleineren Waffen ausgestattet sind. Wer diese Gegner erledigt, darf auch deren Waffen nutzen. Allerdings wird auch der schönste Vorschlaghammer nach kurzem Gebrauch in seine Einzelteile zerfallen. Aber es ist immer wieder ein ganz großes Damentennis, wenn man seine Gegner mit sehr schnellen Fußtritten die Seele aus dem Leib stampft oder sie mit einem Godhand-Haken bis ans andere Ende des Level ballert. Insgesamt sollte man sich nicht von dem heiteren Grundton des Spiels ablenken lassen. Wer sich über schwule Wrestler lustig macht oder sich über Punks wundert, die mit ihren Irokesen Haarschnitt nach euch werfen, hat im Prinzip schon verloren. He's such a sexy man! Just my type! I'm not that kind of guy. Godhand fordert, wie gesagt, stets eure volle Aufmerksamkeit. Das Leveldesign ist zum Glück recht schnörkellos. Die Geometrie ist so einfach gehalten, dass man im Prinzip immer den vollen Überblick hat. Und man sollte sich wirklich immer die Mühe machen, auch wirklich den noch so kleinsten Winkel des Level abzusuchen. Nicht nur, um das dringend benötigte Obst zu finden, oder weil dort irgendwelche Gegner nur darauf warten, um euch zu breit zu schlagen. Manchmal gibt es für eine extra Portion Punkte auch kleine Herausforderungen zu finden. Man quatscht einfach die heiße kleine Fee an und schon springt man in den Ring und versucht gegen die Zeit alle in Wellen auftauchende Feinde ins Jenseits zu prügeln. Mit den verdienten Punkten kann man aber wie gesagt nicht nur seine Statistiken verbessern, sondern auch alles in einem Chihuahua-Rennen oder im Casino verzocken. Oh.
Zur Grafik will ich jetzt eigentlich nicht viel sagen. Die ist eigentlich ganz okay. Kleinere Objekte haben nicht mal Texturen, aber auf der anderen Seite gibt es dann wieder Dinge, die mit sehr viel Augenmerk und übermäßig vielen Polygonen gestaltet wurden. I just need a real man who knows how to pleasure a woman. Die Feinde können sich sehen lassen und auch die teils sehr fragwürdigen, teils zotigen und immer wieder verrückten Zwischensequenzen sind das wahre Highlight des Spiels. Time for the encore! This time we've got a special guest! Hitting the drums, Debussy! Thank you! Represent! Auch der Sound ist Bombe und passt wie die Faust aufs Auge. Sprichwörtlich. Und dann haben wir noch unseren Helden. Chien grinst immer wie ein Idiot und hat die vielleicht dümmsten Sprüche auf der Lippe, die wir je in einem Spiel gehört haben. Like I give a shit. God Hand nimmt sich zu keiner Zeit wirklich ernst, ist aber auf der anderen Seite ein brachial schwieriges Spiel. Es legt keinen Wert darauf, besonders hübsch zu sein und konzentriert sich eher darauf, so viel Schmerzen wie möglich zu verursachen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. God Hand ist das beste Spiel aller Zeiten und wer etwas anderes behauptet, dem wird der Arsch versohlt. Die Steuerung kann eventuell ein klein wenig madig sein und der Schwierigkeitsgrad ist unfassbar knackig, aber trotzdem macht das Spiel auf gewisse Weise süchtig. Nicht nur wegen der unglaublich chaotischen und sehr witzigen Story, sondern eben weil das Spiel so verdammt schwierig ist. Wie eben eines dieser Souls-Spiele. Nur die Harten kommen in den Garten. Entweder gibt man sich der Spielmechanik hin und liebt das Spiel, oder man hasst es und fasst es nach dem ersten Mal nie wieder an. Es gibt irgendwie keine Grauzone dazwischen. Leider kostet das Spiel einen Sack voll Geld, weshalb man wohl eher sich nach einer gut erhaltenen Sicherheitskopie in Romhausen umsehen sollte, aber der Weg lohnt sich, sofern ihr natürlich Nerven aus Stahl und flinke Finger habt. I think you should give those arms back! Get back here, tough guy! Und das soll's für heute gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr auch das nächste Mal wieder einschaltet. Wenn ihr wollt, hinterlasst einen Kommentar oder abonniert diesen jämmerlichen Kanal. Tritra Trolala.